Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Karrieremodus mit Plymouth, Agil und ja, nachdem ich ja letztes Mal gefragt hatte, ob ihr wollt, dass ich das Ganze noch durchsimuliere, hat sich ja die Mehrheit dazu entschieden, dass wir das Ganze jetzt noch durchziehen und ja, ich werde jetzt noch gucken, wie lange. Meinungen waren auch da gemischt, aber Premier League scheint wohl noch das angegebene Ziel zu sein. Wir werden diese Saison in dieser Episode erstmal beenden und dann, ja, mal gucken, wie weit ich das noch machen werde, ob wir noch eine Saison machen, ob wir noch zwei Saison machen oder ob wir, ja, mal sehen. Eine Saison, denke ich, wird es auf jeden Fall noch geben und danach Open End mal sehen, wie die Lust noch so da ist. So kurz vor FIFA 15, jetzt einen Monat, müsste es ja jetzt noch knapp. Ja, es können jetzt auch völlig falsche Angaben sein, aber ich meine doch Anfang September immer. Ja, wie auch immer, ist auf jeden Fall nicht mehr weit hin bis FIFA 14. 15 werde ich gleich nochmal überprüfen nach der Aufnahme. Aber wie auch immer, wir wollen also sehen, dass wir diese Saison mit Plymouth noch halbwegs ordentlich beenden. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir, soweit es geht, nicht absteigen. Denn nach oben ist da eigentlich nichts mehr möglich, tabellarisch gesehen. Das habt ihr ja schon gesehen am Ende der letzten Episode. Wir dümpeln zurzeit so um den 17., 18. Platz herum, irgendwie sowas. Und wollen sehen, dass wir am Ende auch um diese Position herum das Ganze beenden. Denn absteigen wäre scheiße und würde alle Pläne über den Haufen werfen. Aufstieg ist nicht mehr möglich. Und außerdem auch mit unserem Team, sind wir ehrlich, wäre das alles andere als ja irgendwie im Bereich des Möglichen, zumindest wenn wir simulieren. Wenn wir alles gespielt hätten, keine Ahnung, ob sich das anders entwickelt hätte, aber durch die Simulation ist es mit unserem 2,5 aka 3-Sterne-Team nicht möglich. Allerdings muss man auch sagen, dass es ja schon ein ganz schöner Schritt nach vorne ist. Wir haben das Team übernommen mit einem Stern oder anderthalb Stern maximal. Also ich glaube einem Stern oder anderthalb, eins von beiden. Es könnten anderthalb gewesen sein. Und jetzt haben wir fast 3 erreicht oder haben mittlerweile 3 Sterne erreicht, was natürlich auch nicht allzu übel ist und auf jeden Fall auch dafür spricht, dass sich unsere Spieler schön entwickeln und wir einige gute Neueinkömmlinge gekauft haben. Ihr seht, wir sind schon am Ende des Transfers, also seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich kann es euch sagen. Und wir hatten überhaupt kein Geld, aber ich wollte noch unbedingt einen Spieler haben, damit wir noch mal ein bisschen Breite reinbekommen in den Kader. Und habe mir dann noch diesen 18-jährigen französischen Stürmer verpflichtet vom freien Markt. Einfach, ja, weil ich noch einen Spieler haben wollte von dem Geld, das wir noch zur Verfügung hatten. Und dadurch haben wir noch mal ein bisschen mehr Vielfalt ins Team bekommen, denn der kann auch auf Außen agieren, genau wie Martial und HW eventuell auch, aber eher Martial und er, weil es die schnelleren sind. Ja, ansonsten lief das Ganze relativ so, wie man es erwartet hat. Wir haben ein paar Spiele gewonnen, wir haben ein paar Spiele verloren, vor allem verloren und ein paar Spiele unentschieden gespielt. Und so dümpelten wir weiter, immer weiter auf derselben Position herum, was natürlich nicht schlimm war. Denn unsere Ansprüche waren zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, schon relativ im Keller, da wir einfach nicht mehr absteigen wollten. Und dann, ja, ich meine, nach den 2 Durchmärchen, wir sind erst in der dritten Liga durchmarschiert, in der vierten Liga durchmarschiert, dann sind wir in der dritten Liga durchmarschiert und jetzt sind wir in der zweiten Liga angekommen und wollen uns hier erstmal etablieren, um dann eventuell nächste Saison schon den Angriff in Richtung Premier League zu wagen, hoffentlich. Ja, das ist auf jeden Fall so der ungefähre Plan, den ich anstrebe für ja, uns und diese Saison, dieses Team, wie es sich weiterentwickeln soll. Das ist so ziemlich, wie ich es gerade angekündigt habe. Dazu haben wir natürlich einige Mittel zur Verfügung. Und wir gucken mal kurz den Mannschaftsbericht und sehen, dass wir einige Talente haben, die dafür auf jeden Fall gemacht sind, bis in die Premier League durchzumarschieren. Hätten wir Hector Bellerin, hätten wir Curtis Nelson auf jeden Fall auch. Dann hätten wir auf jeden Fall auch den netten Herrn Aspiradinovic, weiß ich nicht, ob der bis zur Premier League hier durchmarschieren könnte mit uns, allerdings auf jeden Fall. Das ist unser Neuer, dieser Mangala, aber nein, auf jeden Fall auch der nächste Kollege Harvey hat das Potenzial, eventuell soweit mit uns mitzuspielen. Auf jeden Fall hat Martial das Potenzial, mittlerweile schon über 3 Millionen wert. Das ist natürlich einer, der es uns wird schwer zu halten zur kommenden Saison und auch die Saisons danach. Selke leider noch gar nicht entwickelt und ja, wahrscheinlich so ein kleiner Dingsstopp mal wieder. Mal sehen, ob wir es schaffen, dass der sich noch ein bisschen bei uns entwickelt. Wäre auf jeden Fall ganz schön, würde ich mal behaupten. Ja, aber auf jeden Fall müssen wir sehen, was mit Martial wird. Denn
Verkaufen möchte ich ihn eigentlich nicht. Der könnte, wir wissen ja alle, dass er im Karrieremodus sich einfach immer bombastisch entwickelt und er könnte dann auf jeden Fall eine tragende Figur werden bei uns in den kommenden Jahren. Allerdings, ja, wenn uns für eine Menge Geld bietet, wäre die Möglichkeit dafür natürlich auch da, dass wir dann unseren Kader wirklich so verstärken und nicht nur auf einer Position einen Überspieler haben. Müssen wir mal sehen, wie wir das Ganze anstreben. Ihr könnt ja mal sagen, wie ich es eher machen soll. Martial versuchen zu halten mit allen Umständen oder beim passenden Angebot ihn zu verkaufen und dann den Kader richtig zu verstärken an vielen Ecken und Enden. Wie genau, ja, lasst mich wissen, was ihr da so meint, was schlauer wäre. Aber da sind wir ja noch nicht. Wir wollen weiterhin versuchen, diese Saison mit Würde zu beenden und vor allem, wie gesagt, nicht abzusteigen. Aber mit einigen guten Ergebnissen, wie ihr seht hier, so ein 1:0 gegen Leeds zu Hause, das lässt sich dann natürlich auch sehen und macht Hoffnung darauf, dass wir in der kommenden Saison, ja, ähnliche Ergebnisse einfangen können. Immer so knappe Siege reicht mir natürlich völlig aus. Wieder ein 1:0 zu Hause. Gegner gegen Ipswich. Auswärts natürlich immer noch die Schwierigkeit, ja, dass es da immer etwas knapper werden könnte, auch wenn wir hier uns ein 2:2 erquälen bei Watford, was natürlich nicht ganz so schlecht ist. Die spielen immer im oberen Drittel mit in meinen Augen der Tabelle. Aber ja, Unentschieden auf Unentschieden lässt sich auch sehen, besser als Niederlage auf Niederlage, würde ich behaupten. Ansonsten, ja, habe ich gerade gesehen, ja, gerade. Ich wollte das Video eigentlich früher hochhalten, das ist heute so eine Late-Night-Edition. Gerade lief aber noch das Supercup-Finale Dortmund Bayern. Ich wollte nebenbei schneiden, habe es aber nicht geschafft, weil ich viel zu sehr wieder auf Fußball konzentriert war. Also nicht wundern, dass das Video heute so extrem spät, also extrem spät, aber da alle Ferien haben sollten, oder zumindest die meisten von euch, ist das, denke ich mal, kein Problem, dass das Video heute mal etwas später wird. Aber ja, wie gesagt, gerade Supercup-Finale war natürlich ein schönes Spiel für mich als Dortmund-Fan. Hat mal wieder Spaß gemacht, auf die kommende Saison zu schauen, weil genau das sich dann auswirkt, werden wir noch sehen. Wir beenden die Saison auf jeden Fall auf dem 17. Platz mit 53 Punkten, wenn ich nicht in der Zeile verrutsche. Was natürlich nicht so übel ist, das sind immerhin 12 Punkte mehr als der Absteiger hat und nach oben hin sind es über 20 Punkte, also wirklich schön im Mittelfeld gelandet, Saisonziel erreicht, Tabellenmittelfeldplatz belegen war es, glaube ich, oder war Tabellenziel nicht Abstieg, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall habe ich mein persönliches Tabellenziel erreicht mit dem Mittelfeldplatz in dieser Liga, ist denke ich mal auf jeden Fall etwas, worauf wir stolz sein können, was unseren Ansprüchen genügt. Und was ja nicht ganz der Prognose, die es am Anfang der Saison gab, widerspiegelt, die hatte er ja gesagt, so um den 20. Platz rum, also um den Abstiegsplatz rum. Deswegen bin ich schon ganz zufrieden, abgesehen von dem Preisgeld. Ganze 22.000 Preisgeld ist natürlich jetzt nicht gerade so viel, würde ich mal so behaupten, nebenbei, aber gut. Können wir nicht ändern. Schade, dass das Ganze so wenig Geld nur gibt, aber naja. Wir wussten ja die ganze Zeit, dass es in Plymouth eine ganz schöne Quälerei wird mit dem Geld her. Aber ja, wir haben da so ein Material, der könnte diese Probleme lösen, falls ihr wollt, dass ich das mache. Andererseits könnte Material, wie gesagt, die Figur sein, die uns vielleicht in der kommenden Saison in die Premier League schießen kann, zusammen mit Harvey Selke und Mangala, oder wenn einer von den ganzen geht, dann könnte sich natürlich auch etwas ändern. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe noch nicht weiter gespielt als das, was ihr jetzt seht. Das heißt, ich weiß wirklich auch nicht mehr als das, was ihr jetzt gerade wisst. Von daher, ja, ist wirklich noch alles offen und ihr könnt noch alles mitentscheiden, wie es in der kommenden Saison ablaufen soll. Andererseits habe ich mich dazu entschieden, noch ein paar Verträge zu verlängern, denn ja, lieber die Verträge jetzt ein paar Tausend mehr verlängern, als dann wirklich mich wieder nach Satz umzugucken, was dann wieder deutlich schwerer werden wird in den Bereichen, die unsere Spieler zurzeit an Gehalt verdienen, denn alles andere ist dann meistens ein bisschen teurer. Und ihr werdet, auch wenn ihr nicht von allen eine Bestätigung seht, alle Spieler, die ich jetzt gerade anfrage zu verlängern, weil ich eine richtig komische Kaufoption habe auf einen Spieler, der niemals in meinem Team war in dieser Saison. Christensen hätte ich gerne die Kaufoption gezogen, allerdings war die zu hoch und vor allem war sein Gehalt viel zu hoch für uns. Deswegen wird der uns nächste Saison nicht mehr beiwohnen, sondern der wird dann auch wieder zu Chelsea zurückkehren. Allerdings verlängere ich dann auch halt, weil ich ein bisschen Geld tatsächlich mal über habe für Verträge. Vor allem von diesem Mann war ich froh drum, den verlängern zu können. Anthony Martial wird weitere 3 Jahre an uns gebunden sein. Und das Ganze ist natürlich sehr, sehr schön in Hinsicht auf die Zukunft. Vor allem auch, ja,
auf unsere Club-Zukunft, auf seine Zukunft bei uns im Verein. Und generell alles sehr, sehr schön. Ansonsten sind wir fast am Ende angelangt. Die Saison ist zu Ende. Und ja, wir werden in der nächsten Saison wieder da starten, wo wir jetzt gerade aufhören. Und zwar mit dem Transferfenster. Wir haben fast 1 Million Budget. Das ist, naja, ein kleiner Anstieg immerhin mal an Geld. Aber wird trotzdem schwer werden, damit unseren Kader richtig zu verstärken, ohne was zu verkaufen. Aber ja, wir werden uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und schreibt mir nochmal hin mit Martial, wie ihr das so gerne handhaben wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Und sorry für die Late Night Edition. Naja, Night ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Also, bis denne. Tschüss.